Vorsicht, von hinten. Fasst die Lauren zusammen. 33 Jahre sind voll. In Buschdorf sind wir rade doll. So lautet das Motto. Rade doll wollen wir vieren, drum fange ich jetzt auch an, schnell zu proklamieren. Zum 7. Mal tue ich's. Kinders, wie die Zeit doch vergeht. Heute erzähle ich euch mal, wieso eine Rede entsteht. Aschermittwoch, das letzte Alaf, kaum verhallt, da beginne zu raschen im Buschdorfer Gerüchtewald. Denn nach der Session ist ja vor der Session, hallo, Tonitäten besucht und einige melden sich schon. Schon mit 5 Jahren wollte er Prinz sein. Hängt bald eine Null einfach dran, jetzt hat er es geschafft. Unser Jubiläumsprinzenmann. Steht Prinzessin Doreen. So wie im richtigen Leben. Das ist so schön. Ob ihre Eltern heute da sind, das... Hallo? Ich weiß, ich wusste es nicht recht. Jedenfalls stammt Doreen aus dem Brandenburger Riemergeschlecht. Geboren in Eberswalde, mittlerweile seit 16 Jahren am Rhein und heute Jubiläumsprinzessin. Das ist doch mal fein. Da wird's offiziell. Wir brauchen die Federn. Und das bitte schnell. Die werden als Zeichen der kommenden Macht an der närrischen Kappe vom Prinz angebracht. Und der kritischste Punkt des Abends, ihr wisst, was ich meine, lasst uns hoffen, unser Fröschelchen kommt heute auf die Beine. Das Fröschelchen... In dem die 5. Jahreszeit in Buschdorf von höchster Bedeutsamkeit ist,
Ferner, in dem im Jahr 2009 der Buschdorferzug zum 34. Mal durch den Ort zieht. Ferner, in dem das närrische Volk in den tollen Tagen mehr denn je der Vorbildhaftigkeit bedarf, hat der Hohe Rat der Jecken im Orte in geheimer Sitzung beschlossen, seine Autorität, Prinz Luigi I., im bürgerlichen Leben als Luigi Salvatore Momina bekannt, und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Doreen I., im bürgerlichen Leben als Doreen Riemer bekannt, zu bitten, das närrische Volk bis zum Aschermittwoch zu führen. Mit dieser hohen Verantwortung sind strengste Auflagen verbunden. Der Prinz und die Prinzessin versprechen hiermit, die fünfte Jahreszeit zu ehren, dem Narrenvolk in Freude und Frohsinn ein Vorbild zu sein. Keine Gelegenheit zum Feiern auszulassen, stets die Ersten beim Bützen und Tanzen zu sein, unnachsichtige Strenge gegen jede Art von Muckertum zu üben, im Zug nach Kräften Kamelle und Strösschen zu werfen. Gegeben zu Buschdorf den 21. November des Jahres 2008 neuer Zeitrechnung. Wollt ihr uns versprechen, mit Frohsinn und Liebreiz alle Narrenherzen zu brechen? Ob Hofburg, ob Saal oder ob Straßenkarneval, bleibt beim Schunkeln und Bützen bloß immer am Ball. Ihr versprecht. Wie, ihr versprecht jetzt? Ich bin doch gar nicht fertig. Jetzt hab ich, lass das mich rausgebracht, mein Lieber. Bleibt beim Schunkeln und Bützen bloß immer am Ball. Lasst uns tanzen und vieren und singen und lachen. Es ist fast gelungen. Wir lassen es krachen. Ich nehme mal an, das ist euch schon klar. Jetzt versprechtet laut und deutlich mit Alarm! Ja. Ja. Ihr habt das Versprechen gehört. Ich gebe beide ins Amt und proklamiere Prinz Luigi I. in Seide und Samt. Gleich darf, ruft zusammen mit mir aus, Prinz Luigi I.